Salvete, meine Brüder und Schwestern. Mein Name ist Mortus Nultus und ich bin Ihr Reiseführer durch den Gebirgspass der Totenwinde. Der Gebirgspass der Totenwinde ist ein Ort für alle, die es unkompliziert mögen. Keine nervige Quest, nicht zu viele Farben, generell ist alles recht tot und die fast einzigen Gegner, die das Gebiet dominieren, sind Spinnen, die über einem auf Beute warten, Oger, die teilweise gegen diese Spinnen verkacken und Himmelsschatten, die weder am Himmel sind, noch einen Schatten werfen, so dunkel wie es hier ist. Aber nur weil hier fast alles tot ist, heißt das nicht, dass es nichts zu sehen gibt. Alleine wenn man das Gebiet Totmannsfurt betritt, wird man mit den Sätzen kehrt um oder ihr, die ihr hier eintretet, lasst alle Hoffnung hinter euch, dazu motiviert noch mehr sehen zu wollen. Haltet euch nicht zu lang mit all den Geistern, den Bäumen mit Gesichtern, den umherfliegenden Augen oder den gefährlichen spitzen Felsformationen auf, denn ihr wisst nie, wie lange ihr hier noch am Leben seid. Bevor ihr abdankt, solltet ihr aber noch Joss Schmachhauer besuchen. Dieser Ork beobachtet laut eigener Aussage die Versorgungsroute der Allianz durch die Sümpfe des Elends, aber wenn wir mal genau auf seine Position gehen und dorthin schauen, wo er hinsieht, wird einem schnell klar, dass man den Scheiß sehen kann. Aussichtspunkt am Arsch, vielleicht solltest du mal nach deiner Existenz Ausschau halten. Lass den Ork in Ruhe und bleib beim Text. Ja, sorry, es fuckt mich halt ab. Also, hier gibt es viele Übernachtungsmöglichkeiten, wie den sogenannten Keller des Meisters. Oh nein, nicht jetzt. Ein verlassenes Lager der Keretor bietet dadurch Schutz, dass es nicht auf der Karte verzeichnet ist. Aridens Lager, in dem schon seit Jahren ein Lagerfeuer brennt und dessen Vorbewohner, naja, sagen wir es so. Er hätte nicht versuchen sollen, mit Dave irgendeinen Scheiß anzudrehen. Und ganz viele tolle Ruinen gibt's ja auch zum Übernachten, ihr wisst Bescheid. Kommen wir zum besten Teil des Gebirgspasses der Totenwinde. Karazhan. Eine riesige Burg voll von Gegnern, die nur darauf warten, einen umzubringen und einem geheimen Eingang neben einem vermeintlichen Flugpunkt, der aber so nie eingeführt wurde, weil Blizzard wie so oft zu faul war, mal wieder etwas so zu fertigen, wie sie es geplant haben. Das ist nicht dein Text. Oh ja, sorry. Reiß dich mal zusammen, was bist denn du für ein Reiseführer? Naja, kommen wir zur vergessenen Krypta von Karazhan. Ein Ort mit großen leeren Gängen, einem gewaltigen Knochenhaufen und Leichen von Menschen, die unter Wasser kopfüber angekettet ertrunken sind. Wow, wirklich ein Ort für die ganze Familie. Wow, da will ich Urlaub machen, toll! Ich glaub, sag, wofür bezahle ich dich? Alles in diesem Gebiet hat einen spannenden Hintergrund, den abenteuerlustige Spieler erforschen können. Meinst du so spannend wie die Tür hier? Hier ist eine verkackte Mauer hinten dran. Der Hintergrund wird mich mal interessieren. Das ganze Gebiet kotzt mich an. Ich bin raus und ihr seht mich nie wieder. Euer Reiseführer Mortus Dultus.